Moin ihr Spartaner. Ich glaube, ich brauche nicht viel sagen. Hamburg, Bellyboot, Spartanerbox. Ja, wie ich hier vorgehe, ob ich Erfolg habe, das seht ihr alles nach dem Intro. Kleiner Nachtrag vielleicht nochmal, ich werde hier gleich die Kameras ein bisschen umbauen, damit ich alles vernünftig erklären kann. Ihr seht, wie das Tackle ist und wie meine Routenhaltung ist. Ja, ihr werdet mich dann wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber ich hoffe, ich kriege das irgendwie so hin, dass ihr alles Wichtige mit aufs Bild bekommt. So Leute, wir sind im Reich der Pfosten angekommen. Das dürft ihr nicht falsch verstehen, aber hier sind tatsächlich, werdet ihr gleich sehen, ein paar Pfosten im Wasser natürlich. Ja, ähnlich wie bei einer Spundwand, diese Pfosten, Pfeiler, wie auch immer man sie nennen möchte, bilden so Strömungsbereiche. Das Wasser fließt an denen vorbei, dahinter entsteht ein Strömungsschatten und manchmal stehen die Zander dahinter. An diesen Teilen, schon gar nicht mehr, wie ich sie nennen soll, bilden sich natürlich Muscheln, andere Krebstierchen oder andere Tierchen, die auch interessant sind, als Futtertiere für den Zander gelten. Ja, dementsprechend kann man diese Bereiche auch konzentriert ausfischen und auch hier einen Zander fangen. So, ich hole euch mal wieder mit auf die Kamera. Auch hier sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt hier quer und dadurch. Ab und zu sind am Fuße dieser Pfähle ein paar Steine, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, könnt ihr hängen bleiben, aber in der Regel ist das alles relativ unproblematisch. So, wieder runter, Grundkontakt aufnehmen und weiter geht's. So, jetzt bin ich gleich mal zur Spundwand gefahren. Ja, ich kann euch das ja mal zeigen, Spundwände durch dieses Trapezprofil bieten die Unterschlupf für viele kleine Tiere, Krebse, Muscheln, was ja auch die Zander fressen. Und dementsprechend ist so eine Spundwand immer ein Versuch wert und kann einem immer einen Zander bringen hier. Ja, abfallend die Kante. Das heißt, ich muss immer mal wieder ein bisschen Schnur nachgeben. Vielleicht bin ich aber an der langen Seite der Spundwand. Und dann pendelt sich das hier so ein bisschen ein. Ja, kleiner Tipp, ab und zu kommen hier mal so Leitern an der Spundwand. Ziemlich hängerträchtig. Dann langt es, wenn ihr euren Köder ein kleines Stück hochhebt. Irgendwas ist da aufgrund, wo sich eure Köder verhaken. Und ansonsten könnt ihr hier wirklich richtig schön rein und konzentriert Spundwände ausfischen, diese kleinen Lücken. Ja, ab und zu gebe ich mal so einen kleinen Impuls. Das war nur ein Hänger. Was ist da unten? Einmal den Köder kontrollieren. Gott, kein Dreck dran. Ist auf jeden Fall nicht so verlustreich wie vom Ufer, wenn ihr in der Steinpackung hängt. Solltet ihr mal einen Hänger haben, könnt ihr die Stelle wieder rückwärts überfahren. Meist kriegt ihr euren Köder dann wieder gelöst. Also wir haben gerade wenig Strömung, das heißt, ich kann hier wirklich ganz entspannt ein, zwei Schläge mit den Flossen machen und kann hier wirklich ganz langsam und konzentriert die Spundwand ausfischen. Das Hamburger Wetter kennt. Das ist nicht immer so.
Und je nach Wasserstand hat man natürlich hier auch eine andere Strömung. Auch beim Belly-Angeln, also Vertikal-Angeln vom Belly, gilt, im Sommer darf es ruhig etwas wilder, aggressiver sein. Im Winter oder zur kalten Jahreszeit doch eher etwas ruhiger und passiver. Was ich gar nicht zum Beispiel mache beim Vertikalangeln, ist dieses ständige Hoch anjiggen. Ich halte sie schon relativ ruhig. Im Sommer animiere ich den Köder ab und zu mal ein bisschen mehr. Aber letztendlich kommen die Bisse auch im Sommer. Oh, leider. Auch im Sommer dann eher in der ruhigen Phase. Sprich, ich animiere ihn kurz über die Rute und halte ihn danach wieder still. Und in dieser Ruhephase kommen meist die Bisse. Und was an dem jeweiligen Tag besser funktioniert, das müsst ihr irgendwie herausfinden. Also ich werde jetzt hier einmal die Spundwand wirklich langsam versuchen entlang zu fahren. Danach werde ich noch mal ein bisschen schneller. Je nachdem. So, mal gucken, ob ihr es seht. Also wir sind jetzt an der Steinpackung. Sieht man jetzt vielleicht nicht ganz, weil ja der Wasserstand noch relativ hoch ist, aber die Steinpackung läuft so schräg ins Wasser. Das heißt, wir angeln hier so ziemlich am Beginn an der Kante der Steinpackung oder am Anfang der Steinpackung. Hat den Vorteil im Vergleich zu den Uferanglern. Die Uferangler können einen Bereich maximal einen Meter, also die können die Stelle ja ein bisschen ausfächern mit ihrem Werfen, befischen. Wir können jetzt ganz entspannt mit unserem Belly entlang der Steinkante, also parallel zur Steinpackung, im interessanten Bereich fischen und unseren Köder präsentieren. Hier ist halt interessant in solchen Bereichen, dass man die Tiefenlinie findet. Sprich, hier sind vielleicht geradeaus 6 Meter, ein Stück weiter nach rechts, also in die Richtung, kommen wir schon auf 7 Metern. Auf 7 Meter und ja, da gilt es einfach herauszufinden, auf welcher Tiefe sie gerade stehen. Ja, wie ihr seht, also hier ist es eigentlich noch ein bisschen attraktiver, wie ich finde. Links, zur linken Seite habt ihr die die Steinpackung. Zur rechten Seite ein paar Schuten, die ihr regelmäßig anlegen, liegen, ihre Motoren anwerfen und dementsprechend hier den Untergrund aufwühlen. Also absolut interessanter Bereich. Jetzt müssen nur noch die Fische wollen. Ja, immer wieder regelmäßig den Grundkontakt suchen, dass ihr nicht zu hoch fischt. Gerade jetzt im Winter stehen die... Es ist nicht nur auf den Winter bezogen. Auch im Sommer gibt es Tage, da stehen die Zander wirklich ganz dicht am Grund. Die kleben förmlich am Grund. Und dann wäre es einfach schade, wenn ihr sie überfischt und zu hoch fischt. Ähnlich ist es ja auch beim Faulenzen von Land. Wenn ihr da zu schnell, zu aggressiv führt, dann macht ihr zu hohe Sprünge mit eurem Köder und verlasst einfach das Sichtfeld des Zanders. Ich habe die Kamera gewendet. Ihr seht mich nicht mehr. Ihr seht nur noch, dass ich mit 18 Gramm fische. Auch von Land hat den Fuß stecken muss seine Köpfe. 2-0er Jig-Haken. Normalerweise fische ich ohne Angst-Drilling. Ja. Fische ich mit Stinger, ist aber auch die einzige Angelei, wo ich mit Stinger fische. Dann kommt mein Einhänger, ein knapper Meter Fluorocarbon und dann fische ich mit einer Baitcaster und dann kann man eigentlich auch schon loslegen. Ich zeige euch das mal, ich versuche mal. So, ich kann jetzt mit der Baitcaster hier ganz leicht den Köder absenken lassen bis zum Grund. Läuft.
Zack, jetzt ist er unten. Und jetzt, wenn ich Grundkontakt habe, dann klappe ich den Bügel sozusagen um, nehme Spannung auf und dann hebe ich ihn so, ja, die Breite einer Hand, hebe ich ihn vom Grund ab. Und dann letztendlich halte ich meinen Köder nur. Ab und zu gebe ich mal so einen kleinen Ruck. Das ist aber Geschmackssache. Das muss man nicht machen. Letztendlich suche ich immer wieder den Grundkontakt. Ja, und halte ihn kurz über Grund, meinen Köder. Und versuche ihn ganz ruhig jetzt im Winter zu halten. Das ist eigentlich schon alles. Ja, die Bisse kommen im Vergleich zum Uferangeln noch einen geilen Tick härter, wie ich finde, weil sie halt direkt auf die gerade herunterlaufende Schnur gehen, auf den Köder, und man hat dann nicht irgendwie noch einen Schnurbogen und ein paar Meter Schnur draußen, sondern die knallen wirklich direkt drauf. Also meist schlage ich schon an, weil ich mich so sehr erschrecke, weil die so sehr reinhauen. Ja, ich fische eine Baitcaster, das muss man nicht zum Vertikalangeln, ich finde es aber einfacher, angenehmer. Ach so, ja, ich kann auch mal was zu meiner Rutenhaltung sagen. Ich hoffe, man immer die Kamera so ein bisschen. Also ich drehe die Rute immer so. Hat den Vorteil, dass ich hier mit meinem Mittelfinger an diesen Triggergriff rangehen kann. Hab meinen Daumen hier auf dem Rollenöffner. Kann halt schnell, wenn es tiefer wird, die Rolle öffnen und Schnur nachgeben. Dadurch, dass mein Mittelfinger an diesem Triggergriff ist, habe ich guten Halt an der Rute. Meine Rute liegt hier, sieht man schlecht, am Unterarm an, und theoretisch gesehen könnte ich mit einer Hand ein bisschen, könnte den Rollengriff so ein bisschen hier irgendwie, ja, am Bellyboot rumdrücken, so dass ich ein bisschen Schnur einziehe. Also das Ganze ist einhändisch theoretisch möglich, sieht nicht immer elegant und schön aus. Ja, und so angel ich hier immer wieder den Grundkontakt suchen. Ja, vielleicht kann ich nochmal was zu dem Bereich sagen, in dem ich hier fische. Das ist hier, ja, Hafenbecken. Ich habe hier lange Steinpackungen. Ich habe Spundwände. Da seht ihr noch ein Schiff. Diese Schiffe shooten, legen hier an, spülen, wenn sie anfahren oder abfahren und ihre Schrauben, ihre Motoren anmachen, spülen die hier ganz große Löcher rein. Das heißt, diese Löcher habe ich hier auch, die man, wo es wirklich lohnt, da sitzen immer mal ein paar Zander drin. Ja, ich habe hier so Pfostenpoller. Eigentlich habe ich alles und mein Ziel ist es, diese ganzen Sachen, sprich Steinpackung, Spundwand, Poller und gewisse ausgespülte Löcher einfach mal intensiv jetzt vertikal vom Belly zu befischen. Und hoffe, dass ich euch einen Zander präsentieren kann. Ja, was kann ich euch noch zum Belly erzählen? Also hier in Hamburg aktuell gilt das Belly nicht als Boot. Ich glaube, wenn man mit einem Boot in Hamburg angelt, braucht man noch so einen Bootsberechtigungsschein. Das Belly gilt hier in Hamburg als Schwimmhilfe. Das heißt, ihr braucht nur einen gültigen Fischereischein, die Hamburger Abgabemarke, und dann könnt ihr hier loslegen. Also in Hamburg gibt es viele Hafenbecken, die man mit dem Belly erkunden kann, und man hat hier echt immer gute Chancen auf den Zander. Es macht einfach Spaß. So der Einstieg zum Vertikalangeln, wer es nicht kennt, absolut genial. Trotzdem, Belly angeln, Zander angeln vom Bellyboot vertikal in Hamburg, absolut mein Favorit. Hamburg hat eine Menge zu bieten. Wenn ihr ein Bellyboot habt, wenn ihr nach Hamburg kommt, ist es absolut, Achtung, gleich gibt es einen Unfall, absolut ein Besuch wert, ein Versuch wert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mit den Tipps ein bisschen was anfangen könnt und euch das, den Einstieg in Hamburg ein bisschen erleichtert, dann freue ich mich. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne unseren Kanal und unterstützt uns somit ein bisschen. Köder verlinken wir euch wie immer in der Beschreibung, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, ein dickes Ahu.